Anne kennt dies Kosmos. Hallo ihr Lieben. Ja, jetzt haben wir schon Mitte Januar wieder. Also es ist irgendwie schon wieder, es rennt schon wieder, oder? Die Zeit rennt schon einfach wieder nur. Ich weiß auch schon, bis Ende Februar ist schon irgendwie alles so, ja, verplant irgendwie. Also, ja. Und ja, ich habe mir ja keine Vorsätze für dieses Jahr gefasst, sondern denke mir immer, wenn mir was auffällt, dann versuche ich es sofort umzusetzen. Und dazu gehört nämlich, ja, sich immer wieder bewusst Ruhephasen zu gönnen oder kleine Auszeiten, ja. So kitschig das auch immer klingt, aber das braucht man einfach. So kleine, ich zelebriere das dann gerne mit so einem kleinen Spa-Moment. Und wenn es jetzt irgendwie ist, mir mal eine schöne Duftkerze anzumachen oder irgendwie ein schönes Bad einzulassen, überhaupt einfach so ein bisschen, ja, wohlfühlen, ja. Und wenn es nur so ein kurzer, kleiner Beauty-Moment ist oder irgendwas Leckeres essen oder was auch immer. Unter anderem habe ich für mich, also klar, habe ich jetzt nicht neu entdeckt, aber seit einiger Zeit bin ich großer, großer Fan von Tuchmasken. Es gibt ja jetzt auch deutlich mehr als noch vor ein paar Jahren. Ich habe zum Thema Masken auch schon mal ein ausführliches, sogar zwei Videos schon gemacht. Also auf alle Fälle verlinke ich euch hier mal eins meiner Maskenvideos. Und ich finde, das ist einfach irgendwie so, gerade für mich als Mami, vom Aufwand her und das geht einfach wirklich zwischendurch auch mal gut. Sogar wenn die Kids hier irgendwie plärrend rumrennen, kann man sich trotzdem mal diese Viertelstunde schön die Sheetmask draufhauen, wenn der kleine Mittagsschläfchen macht, der groß im Kindergarten ist. Oder abends einfach dann irgendwie beim Netflixen kommt dann gerne mal eine Maske drauf. Und ich habe auch jetzt gerade in der Weihnachtszeit mich durch ein paar durchgetestet, die ich eben zum Teil auch zugeschickt bekommen habe. Und habe da eben eine Marke oder Masken, die ich euch präsentieren wollte, die es relativ neu gibt. Die gibt es so seit Mitte Oktober, gibt es die exklusiv bei, Moment, lasst mich nicht lügen, exklusiv bei Rossmann. Vielleicht habt ihr die auch schon gesehen und Thumbnail habt ihr schon entdecken können. Und zwar geht es heute im Video um die The Beauty Mask Company Sheet Masks. Und da gibt es vier Sorten. Ich habe die alle vier im Laufe der letzten Wochen mal ausprobiert. Da gibt es zum einen mal diese hell fliederfarbene Beruhigung und Entspannung mit Wassermelone und Aloe Vera. Der Geruch, Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Also ich kann euch jetzt gar nicht sagen, welche von den vier mein absoluter Favorit war, weil ich die Pflegewirkung bei allen irgendwie gut fand. Aber der Geruch von der war schon echt richtig doll. Also ja, so ein ganz kleiner eventuell Liebling. Dann als nächstes die, ich finde die überhaupt auch vom Design alle vier echt sehr, sehr hübsch gemacht und ansprechend. Das ist hier diese Feuchtigkeitsboost, Kokosnusswasser und Kaktus für trockene Haut. Ihr kennt mein Problem, ich habe tatsächlich immer recht trockene Haut und auch die war wirklich eine Wohltat für meine Haut. Also wirklich sehr, sehr, sehr angenehm. Auch die habe ich getestet, das ist hier Apfelgrüner Tee, das ist die Detox-Maske für strapazierte Haut. Und ja, die soll eben Frische zaubern, die hat einen Detox-Effekt. Detox bin ich immer so, ja, okay, also ich glaube nicht an Detox, aber die Maske war trotz allem, hat den schönen Effekt auf meine Haut gehabt. Die war einfach danach irgendwie, ja, wirklich frisch und belebt, trifft es ganz gut. Und die soll eben auch noch vor schädlichen Umwelteinflüssen schützen, was natürlich nie verkehrt sein kann. Ja, und last but not least gibt es hier noch diese hübsche orange Strahlkraft, heißt die Pink Grapefruit und Vitamin B3 für müde Haut. Und ich muss auch sagen, auch da, das war so quasi an Neujahr habe ich mir die dann mal gegönnt und muss sagen, das war wirklich, ach, das war wirklich einfach ein Traum. War sehr angenehm. Natürlich nicht so sehr viel geschlafen, weil wir dann trotz der Kids, wir haben halt hier mit meinen Eltern gefeiert und die Kinder haben dann irgendwann auch geschlafen. Und dann haben wir halt einfach, wurde es dann ein bisschen länger, als ich es inzwischen gewohnt bin. Auch nicht schrecklich lang, aber sonst, ja, also bleibe ich nicht so lange wach. Und dann am nächsten Tag kam die für müde Haut dann tatsächlich wie gerufen. Und ja, also ganz allgemein wollte ich euch noch ein bisschen was zu der Marke erzählen, was ich ganz spannend finde. Also einmal, dass die vegan sind. Dann, was auch ganz toll ist, dass die, finde ich, für den recht günstigen Preis, also die kosteten gerade mal knapp 1,80 Euro pro Sachet. Das ist, finde ich, wirklich für das, was sie können und die Qualität, die sie haben, wirklich ein Top-Preis, muss man sagen. Also, was da erwähnt wird, ist, finde ich,
Also einmal sind die zu 100% biologisch abbaubar, was ich total toll finde. Die sind aus Bambusfasern. Das ist eben jetzt auch eine Ressource, die einfach auch nicht umweltschädlich ist im Abbau sozusagen und in der Produktion. Das ist irgendwie ganz toll. Und auch erwähnenswert finde ich noch, dass die eben ohne Silikone, ohne Parabene und ohne Mineralöle sind. Und das finde ich toll. Also ich finde, für den Preis mit einem guten Gewissen so eine Maske auflegen, also spricht ja nichts dagegen. Weil an sich könnte man ja meinen, Mensch, dieser Tuchmaskentrend, da entsteht unglaublich viel Müll. Na klar, hast du dann natürlich trotzdem irgendwie die Verpackung, aber die kannst du ja auch sozusagen schön trennen dann, wenn man brav seinen Müll trennt. Aber zumindest, ne, also die Maske selbst ist einfach 100% abbaubar und das finde ich schon sehr, sehr gut. Und jetzt kommt die allerbeste Nachricht und zwar, Lieben, habe ich natürlich wieder meine Überraschung für euch. Und zwar könnt ihr alle diese vier Masken gewinnen im Set. Und zwar zwei von euch. Also ich verlose zweimal dieses komplette Vierer-Set. Ihr kennt das Prozedere bei mir. Alle Teilnehmer, Bedingungen und Infos zur Verlosung stehen wie immer unten in der Box. Wenn ihr aber noch Fragen habt, dann schreibt mir die gerne in die Kommentare. Und ja, weil ich mir dachte, wenn ich mir das hier so schön die Entspannung gönne, dann möchte ich den natürlich auch euch gönnen. Und ich bin natürlich auch gespannt, wie euch das gefällt. Schreibt mir doch in die Kommentare bitte auch, wer von euch diese Masken schon entdeckt hat oder auch schon mal ausprobiert hat. Das würde mich mal sehr interessieren. Und ja, dann wünsche ich allen, die an der Verlosung teilnehmen, viel Glück. Freue mich über, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst oder ein Abo auch. Das wäre toll. Und dann sage ich bis ganz bald hier auf Kathis Kosmos. Tschüss!